Daisy und ich, auch wenn wir vielleicht etwas komisch aussehen heute, bauen heute. Wir sehen echt komisch aus. Wir müssen ein Floß bauen, Easy, okay? Und wir müssen den See runterbringen, ohne dass es kaputt geht, um zur geheimen Schatzkiste am Ende des Sees zu kommen, okay? Wir kriegen hier einen Haufen Gold. Ist ja nice. Und Ronja, wir haben die richtige Statur für Bauarbeiter. Okay, okay. Wir sind hier auf dem großen Grid, wo wir es bauen können. Ich pack schon mal mein Dings raus und... Ich schwimme einfach hin. Du schwimmst... Nein! Ja, du bist doch kein Boot! Komm zurück! Doch, doch. Ich bin Boot. Ich bin Boot. Ich bin fast da. Okay, ich baue uns hier erstmal eine Basis. Ich bin tot! Holzplanken. Wir müssen ja auch beide draufpassen auf das Ding. Ich habe jetzt in Physik nicht gut aufgepasst, deswegen... Bin ich mir nicht ganz sicher, aber vielleicht folgt das Spiel ja auch nicht den Konzepten von normalen, keine Ahnung, Booten. Sitze nach innen, oder? Ja, Sitze ist gut. Sitze. Vielleicht können wir die ein bisschen verteilen, damit wir hier ein ähnliches Gewicht haben. So, zack, ich mach dem Boot erstmal einen Speedbooster. In welche Richtung soll das gehen, das Boot? Ich glaube, das soll nach rechts gehen. Ah ja, okay, alles klar. Dann machen wir mal hier so einen Speedboost in die Richtung. Zack. Okay, hier sogar zwei Speedboosts, okay? Okay, okay, stark. Ja, ja. Dann mache ich... Warte mal, haben wir eine Grundlage? Vielleicht können wir hier ein bisschen mit Sachen arbeiten. Wie dreht man das denn? Weißt du, was cool wäre? Hm? Wenn unser Boot einen Glasboden hätte. Ein Glasboden? Ja, ein Glasboden. Dass wir so runtergucken können. Und wie Fische, weißt du? Oh, ja, yeah, ja, das wäre super cool. So, hier, guck mal, jetzt sind wir schon eine gute Plattform. Ja, ich muss auch sagen, das ist ziemlich nice. So, hier, pass mal auf. Für Windschnittigkeit, ja auch. Aha, ja, Ronja, wow. Ja, ja, was soll ich sagen? Sowas wie ein Architekt für Boote. Das ist ja ein richtiger Profi, ja. Okay, ich sehe, du hast hier einen Tisch hingemacht. Okay, ich habe jetzt hier gesehen, besondere. Und da sehe ich jetzt hier Bootkontrolle. Ich weiß nicht, was es macht. Aber ich denke... Ah, warte, sind das die roten Blöcke, die du gemacht hast? Nee, das sind Booster. Yeah. Was macht Bootkontrolle? Ich pack mal auf jede Seite ein schönes Bootkontrole. Okay. Also das ist eine ganze Menge Bootkontrolle. Ja, ja, je mehr Bootkontrolle, desto besser, sagt man ja immer. Nicht wahr? Ja, so sagt man das eindeutig. So, es ist hier ein wahrer Fakt, den man über Bootkontrolle so sagt. Wird ja keiner widersprechen jetzt, der sich mit Booten auskennt. Aber kannst du eigentlich gut bauen oder ist nicht so dein Ding? Nee, ist mehr nicht so mein Ding. Aber das Boot, es sieht schon gut aus. Und guck mal hier vorne. Warte, was? Ja, hier, ich hab ein Schild. Du hast ein Zähne. Warte, was ist ein Schild? Ja. Oh, abonniere Ronja. Ich meine, das ist auch nicht unwahr. Warte, aber Frage. Jetzt muss ich natürlich hier wieder Windschnittigkeit an meine Bootkontrolle ranbauen. Das wäre natürlich sonst eine grobe Fahrlässigkeit. In der Tat, ja. So, hier. Dann rotieren wir hier nochmal. Zack, zack, zack. Warte, du hast unser Boot schon gestartet! Ups, da bin ich wohl draufgekommen! Nein! Oh nein! Das war jetzt nicht so geplant. Sitzen. Okay, ich setze jetzt. Setz dich hin, setz dich hin. Ja, ja, ich setz mich. Ich. Oh okay, Gott. Okay. Nein! Nein, was soll ich denn machen? Komm wieder rein! Ohne mich! Nein, es ist so für mich gefahren! Oh, warte, wir sind gestrandet. Bist du da? Warte, wir sind. Komplett falsche Richtung. Unser Boot fährt in die falsche Richtung. Wir fahren den Bus Dings hoch. Stopp, nein! Leute, ich bin gar nicht auf unserem Plot. Hilfe! Unser Boot! Warte, ist unser Boot jetzt weg? Ich glaube, das Boot ist RIP. Ich glaube, das Boot ist RIP. Okay, klar. Das ist natürlich jetzt eine herbe Enttäuschung. Jetzt, nachdem so ein schönes Boot gebaut wurde und dann einfach zerstört wurde hier böswillig. Aber dann bauen wir halt ein schöneres Boot. Yeah! Und zwar nur aus Floatern. Hast du denn noch genug Geld? Ich hab, wir haben Gold gekriegt, dadurch, dass wir so toll hier mit dem Boot gefahren sind. Ach, das ist ja wunderbar. Ich fahre nur mit Bootkontrolle. Sag im Prinzip, lass uns mal hier vorne bauen. Okay. Wir müssen doch im Prinzip in diese Richtung hier, oder? Warte. Ja, in die Richtung ist eigentlich richtig. Da hinten ist ja auch das 25 Gold, was wir wollen. Okay, also viel mehr Geld habe ich jetzt nicht, aber würdest du vielleicht noch ein paar ransetzen oder so? Selbstverständlich doch. Hier, warte mal. Hier, zack, 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 zack. Hast du kein Geld bekommen für unser tolles Boot? Ja, ein bisschen. Was ist ein Floater denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher, was Floater sind. Vielleicht kann man die oben drauf machen. Auf die Bootkontrolle. Wie funktioniert das nicht, auf die Bootkontrolle die zu setzen? Vielleicht brauche ich Holz für Floater.
Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen. Guck mal, Eis schwimmt auch oben. Wollen wir nachher mal ein Eisboot probieren? Okay. Warte, weißt du, lass uns Bommi hier ein Eisboot, okay? Lass uns Eis da drüber bauen. Über die. Okay. Über die Boote, pass auf. Das wird super schön. Das ist ja nur die Grundlage. Du hast recht. Ich glaube, das wird funktionieren. Ich glaube es auch. Okay, ich habe jetzt hier zwei Sitze gemacht, ja? Das sieht gut aus, Ronja. Gefällt Und dann mache ich jetzt noch einen Floater in jeder Ecke. Okay. Die Floater gehen immer noch nicht. Ich weiß nicht, was es ist mit den Floatern. Wie funktionieren die? Weiß nicht, aber... Oh, ich soll das Spiel liken, um diesen Block zu verwenden. Ja, nee, sorry. Das ist natürlich ein großer Skandal. Ich darf auch keinen Fernseher bauen und keine Toilette, ohne das Spiel zu liken. Das ist ja hier... Das ist unfair. Das ist unfair. Ich weiß nicht, was ein gutes Boot braucht? Ein Omega-Booster. Oh, eine Leiter, damit wir auf das Boot draufkommen, wenn wir runterfallen. In der Tat, das ist eine gute Idee. Ich mach mal eine an jede Seite. Ja, super. Ja, sehr gut. Ich habe uns vorne Omega-Booster hingemacht. Die sind super teuer. Oh, okay. Ich habe meine Leiter ein bisschen missplatziert. Ich versuche nochmal mein Glück. Oh, mein Gott. Aber ich bin mir sicher, die Omega-Booster tun einen guten Beruf. Was haben wir noch? Wir kommen jetzt wieder aufs Boot rauf. Wir haben Sitzplätze. Wir haben Licht vielleicht? Oh, du machst alles pink. Färbt das Eis so ein bisschen ein, weißt du? Okay. Hier Licht, zack, zack. Und vielleicht können wir noch einen Tisch hinter uns machen, damit wir nicht runterfallen. Klingt nach einer guten Idee. Okay, dann ist es auch eine wilde Form, aber... Klingt wirklich nach einer super Idee. Es sieht auf jeden Fall hübscher aus als das Boot, was wir davor hatten. Ja. Nicht viel hübscher, aber ein bisschen hübscher. Beziehungsweise als das Floß. Wir sind ja hier im Floß bauen. Ich hoffe, Eis schwimmt besser als Holz. So viele Bootblöcke gibt es auch gar nicht. Ich hole mir noch ein paar Booster. Normale Booster einfach. So, und dann färbe ich die ein in Pink. Okay, ich glaube, ich habe kein Geld mehr. Ich habe nur noch 30. Wie viel hast du? Ich habe noch 240. Wo kommen die denn auf einmal her? Was möchtest du haben, Ronja? Ich kaufe dir, was du willst. Ich enable jetzt erstmal unsere Booster und dann setze ich mich schon mal hin. Und danach können wir uns hier vielleicht schon mal, weißt du, launchen, damit wir nicht erst dann mitten im Dings... Ja, ich mach mal zwei Tische hin hier. Oh, ja, okay, dass wir okay, ja, guter Gedanke. Vielleicht noch einen dritten Vielleicht noch drauf. Einen dritten als Lehne so ein bisschen, ja. In der Tat, ja. Und dann machen wir noch mal so ein bisschen hier die Tische färben, okay? Okay, okay. So, zack, alles klar. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube aber, sind wir damit ready oder wollen wir noch den einen oder anderen Sitz platzieren? Was sagst du? Möchtest du noch mehr Sitze platzieren? Ja, eigentlich nicht. Wollen wir los? Lass uns los. Sitzt du bereit? Okay. Ich sitze dieses Mal. Dann launche ich jetzt unser Boot. Ich glaube, wir haben zu viele Booster. Nein. Ich hätte sie nicht alle aktivieren dürfen. Nein, wir haben zu viele Booster gehabt. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, klick Activate mit mir. Klick Activate. Ich hab Activate geklickt. Ich wurde jetzt rausgekegelt. Activate. Nein, unser Boot ist ripped, ja. Wie kann das denn sein? Ich dachte, mit den Boostern sind wir hier quasi unbesiegbar. Wie kann das denn sein? Okay, wie schwer ist es denn? Guck mal, wir sind noch nicht mal über den ersten Dings gekommen. Nicht mal die ersten 25 Gold haben wir eingesammelt. Wir bauen jetzt hier ein Floß, was funktioniert easy. Das kann ja nicht sein. Oh no. Wieso? Okay, wir schwimmen jetzt runter, okay? Ja, wir schaffen das. Und dann, wenn wir runtergeschwommen sind, kriegen wir vielleicht Gold. Das ist wirklich eine Enttäuschung. Ich bin tot. Du hast keine Zonen geschafft. Du hast 0 Gold verdient. Aber ich habe 550 Gold. Yeah. Okay, ich habe jetzt rausgefunden. Okay, die Booster. Die muss man zwischendurch aktivieren, wahrscheinlich, um nach links und rechts zu steuern. Ich glaube, wir brauchen nicht so viele Booster, die nach vorne gehen. Ich sage, wir brauchen hier eine solide Grundlage aus Glas, okay? Aus Glas dieses Mal. Aus Glas. Bist du sicher, dass Glas wirklich eine gute Idee ist? Aus Glas. Ja, ja, dann sieht uns keiner. Okay. Auch die Steine nicht, an denen Glas ja nicht kaputt gehen würde. Das ist richtig. Das ist ja ein sehr stabiles Material. Außen vielleicht ein bisschen Titan hinsetzen. Was hältst du davon? Okay. Nur damit das Glas nicht kaputt geht. Wirklich, Ronja.
Du, da hat wohl jemand keine, ne? Denkt wohl, Glas hält nicht. Haben wir genug Geld für Titan? Klar, haben wir genug Geld für Titan. Hier, siehst du? Okay, well, na gut. Come on, come on. Yes! Yes! Ich hab null, ich hab nichts mehr. Ich hab 10. Okay, dann, oh, wir haben keine Sätze. Wir haben keine Sätze, was? Das ist nicht ideal. Warte mal, vielleicht kann ich... Ja, lass uns das doch eh ein bisschen kleiner machen, das Boot. Lass uns das ein bisschen kleiner machen. Lass uns einfach hier so eine Reihe wegmachen und zack, damit haben wir doch das Problem. Okay, du hast absolut recht. Ich mach trotzdem. Die Sitze kosten nur 2 Gold. Ich hätte sogar genug gehabt, merke ich gerade. Oh. Hoppala. Naja, gut. Okay. Dann einmal Sitze hier und brauchen wir Navigierdinger? Ich sage, wir können es erstmal ohne probieren. Lass uns das. Wie viel kostet einer? Bootskontrolle meinst du? Bootskontrolle. Ja, ja, genau. Dann machen wir einen quasi nach rechts, einen nach links. Damit wir die anklicken können. Wenn das Boot kontrolliert werden muss. Ja, genau. Und einen nach hinten. Einen nach hinten? Richtig, oder? Falls wir mal rückwärts. Ich glaube, ich würde. Nach hinten würde ich 2 quasi aber auch hinten machen und dann 2 nach vorne, damit die von da aus steuern. Weißt du, was ich meine? Okay. Okay. Sieht gut aus? Holt mich ab. Okay, sieht nicht gut aus. Wen? Glaubst du, dass du die wen wollen wir hier veralbern? Ich weiß nicht, wie man die aktiviert. Aber ich launche jetzt unser Boot, okay? Yes, bist du bereit? Halt dich fest. 3, 2, 1 und... Okay, wir sind hier unterwegs. Ja? Komm schon, komm schon. Ja? Nee, hör doch auf, da irgendwie anzu. Es ist okay. Es stört ja nicht. Die Bootkontrolle macht hier ihren Beruf. Das wird uns nicht drehen. Oder? Guck mal, das wird was. Guck mal, wie weit wir schon sind. Wir überholen gleich die mit der Mütze. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott, das ist ein neuer Rekord, den wir eingehen. Ja, wir schaffen's. Das ist ein gutes, solides Boot aus Titan und Glas. Was mit den Steinen da vorne? Oh no. Oh. Ja, das kann jetzt sein, dass die unser Boot zerreißen, aber wir haben ja Titan. 1. Ja, das haben wir. Nein, die Bootskontrolle geht langsam. Das macht unsere Bootskontrolle kaputt. Gut, ja. Oh, oh. Aber wir haben ja noch. Aber wir haben noch. Wir haben auch Titan gebaut. Wir sind schlau. Können wir? Oh, da ist ein Wasserfall. Komm schon. Wir haben es fast geschafft, Ronja. Okay. 25 Gold. Stage Nummer 1. Erfolg. Oh mein Gott. Erfolgreich gemeistert. Wir sind durch, aber zu welchem Preis? Unser Boot zerlegt hier die Dinger. Siehst du das? Ja. Voll gut. Hier, Titan. Oh mein Gott, du bist ein Genie. Du bist ein Bootsbau-Genie. Holy moly, guck mal! Oh no. Fast wäre unser Steuerelement nach vorne kaputt gegangen. Das wäre nicht gut, weil das brauchen wir. Wir haben aber eine gute Position, muss ich sagen. Hier. Ja, ich weiß auch nicht. Durch das Bootskontrolle-Ding, das uns die ganze Zeit nach rechts zieht, werden wir auch nicht geschleudert, sondern halten uns sehr am rechten Fahrbahnrand. Oh, wir fahren jetzt durch eine Schule durch, die überflutet wurde. Oh, jetzt sind wir sehr gerade. Ah, das wird jetzt schwierig. Oh nein! Ist okay. Bootskontrolle? Ja, noch geht's. Noch kommen wir voran. Wenn wir nach hinten fahren, haben wir ein Problem. Aber andererseits, wenn wir nach hinten fahren und uns einmal komplett drehen, dann haben wir wieder 2-mal Bootskontrolle nach vorne. True. Muss man bedenken. Okay. Nächste. Guck mal, wie weit wir schon sind. Wir schaffen uns bis zur Schatztruhe. Gut. Kein Mist. Ich glaube auch. Wir haben so ein gutes Boot. Yeah. Aber nein, guck mal, der eine Titanblock ist kaputt gegangen. Was? Oh mein Gott, ja, stimmt, links und rechts auch. Nein. Wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, wir verlieren jetzt. Nein! Nein, komm zurück! Nein, unser Boot ist im Weg! Nein! Ich hab für dich Boot! Komm zurück! Nein! Oh no! Aber wir haben es die Hälfte geschafft. Okay, wir haben 3 Zonen geschafft. Wir hatten davor 0 Zonen. Ich denke, das kann man hier wirklich als Erfolg verzeichnen. Ja, auf jeden Fall. Falls, ne? Falls wir irgendwann nochmal hier das Spiel spielen, schaffen wir sicher auch alle Zonen und können hier eine Schatztruhe kriegen. Aber ich würde sagen, für heute geben wir es auf. Das war's mit dem Video. Yes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei. Da kommen nämlich auch viele coole Roblox und auch andere Videos. Und dann Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.